So. Oh, Diamant, geil. Ach, Industrial Diamant. Huch, oh, weiß ich gar nicht, sorry. Ich hab noch den Sheet Mode an, weil ich ja in der Pause, in der Aufnahmepause mal ein bisschen hier was gemacht habe. Kann man den irgendwie craften? Diamond Drill kann man ja aus einem Mining Drill machen. Oh, da geht ja auch gar nicht mal so schwer. Ach, bei RE-Batterie ist das natürlich immer scheiße. Vielleicht kann man den mal machen. Ah, der braucht auch EU, ne? Ja, scheiße. Wir haben noch nichts zum Aufladen von EU und so. Also nichts Gutes. Also hier nur den Geothermal-Generator oder was das war. Oder Generator, der normale. Ja, ich habe mir auf jeden Fall für diese Aufnahmesession wieder ein paar Themen rausgesucht. Und da könnte ich jetzt eigentlich gleich mal anfangen mit den ersten. Und ja, zum Beispiel haben wir jetzt hier mal ein Thema. Ich wollte das eigentlich schon länger mal ansprechen. Ich glaube, ich gehe einfach mal farmen im Hintergrund. Das geht ganz gut, das ist ganz produktiv. Und ja, und zwar habe ich einfach mal mir ein Thema rausgesucht, was ich, wie gesagt, schon lange ansprechen soll. Das ist ein bisschen ein gesellschaftskritisches Thema. Und zwar wollte ich einfach mal darüber sprechen, über die ganzen jungen, sagen wir mal, Damen, die jungen Damen mit 12 Jahren oder so, die dann wirklich schon eine Beziehung haben müssen, weil es irgendwie heutzutage alle haben. Und die dann halt wirklich, wenn sie einmal einen Freund hatten, sind sie nie wieder Single, weißt du, so dieses, ah, ich weiß nicht, ich finde das überhaupt nicht geil, also ich weiß nicht. Ich finde das richtig dumm, einfach nur, wenn dann immer diese Bitches, würde ich schon fast sagen, wirklich die ganze Zeit nur mit 12 Jahren irgendwie oder noch jünger schon ihren ersten Freund haben und richtig loslegen, so, weißt du. Und dann auch schon, oh, Alter, die sind noch nicht mal geschlechtsreif, aber gehen trotzdem schon mit denen ins Bett, so, weißt du, was ich meine. Keine Ahnung, also ich finde das wirklich ein bisschen übertrieben in der heutigen Zeit. Und das irgendwie auch bei allen so. Und die haben dann alle schon einen Freund und sind dann nie wieder irgendwie Single für lange Zeit, vielleicht mal für eine Woche, dann haben sie den nächsten. Und das finde ich so nervig. Und dann ist ja auch immer so schlimm, die sind dann halt immer so jung und haben halt schon mit, keine Ahnung, einer 5. Klasse schon einen Freund, der in der 7. ist oder so. Weil die Jungs dürfen ja nicht jünger sein als die Mädchen, das ist ja klar. Also keine Ahnung, da fällt mir nichts mehr ein, wirklich. Ich verstehe das heutzutage alles nicht mehr. Ich weiß nicht, was ist denn aus der Menschheit geworden? Warum muss man schon in so jungen Jahren so in Beziehung gehen? Weißt du, man ist noch eigentlich in der Kindheit. Das kann man doch noch alles machen, wenn man erwachsen ist. Und nicht schon so jung, ey. Ich verstehe das alles nicht. Hat natürlich auch was zu tun. Die haben halt heutzutage auch alle schon irgendwie so fette Handys mit 11 Jahren oder so. Keine Ahnung. Und da ist natürlich auch naheliegend, dass sie dann über irgendwelche sozialen Netzwerke oder was weiß ich leichter dann da rankommen. Und apropos soziale Netzwerke, genau, das stört mich dann auch immer. Das habe ich letztens mal bei einem YouTuber gesehen, der hat das angekreidet, sag ich mal. Und ich war da eigentlich derselben Meinung. Und zwar, wenn dann immer diese jungen Beziehungen immer auf Facebook sofort eingetragen werden als Beziehungsstatus. Das finde ich immer richtig scheiße, weil die, ich weiß nicht, die wollen einfach nur andere Leute, die vielleicht Single sind, irgendwie neidisch machen oder so. Guck mal hier, ich bin was Besseres, ich bin in einer Beziehung oder, oh ja, guck mal hier, ich bin in einer Beziehung, ich bin vergeben, so, weißt du. Ich bin was Gutes, weil ich, hab jemanden und keine Ahnung. Ich weiß nicht, das wird manchmal, irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche wirklich nur aufgrund diesen sozialen Netzwerken halt so eine Beziehung anfangen, wirklich. Die machen das dann nicht, weil sie irgendwie den lieben, sondern wirklich einfach nur, oder keine Ahnung, was weiß ich, was die, oder einfach nur ficken wollen, weißt du, was weiß ich. Auf jeden Fall ist es halt heutzutage so, dass sie immer für die sozialen Netzwerke die Beziehungen gemacht werden. Und das finde ich irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, das finde ich total scheiße eigentlich.
Da habe ich keine Worte mehr für. Man merkt schon. Also so, solche Leute, ich weiß nicht, die braucht die Welt nicht. Und ja, da kann ich eigentlich jetzt auch nicht mal allzu viel zu sagen. Ich muss sagen, ich bin ja bis jetzt noch Single. Vielleicht bin ich dann nicht mehr Single, wenn ihr das Video seht. Wer weiß das? Wer weiß, was die Zukunft bringt? In 1,5 Jahren kann viel passieren. Ja, wo sehen Sie sich in 1,5 Jahren? Ist ja immer so die Frage. Bei Bewerbungen und bla. Und ich denke mal, ja, bis jetzt hatte ich halt noch keine Beziehung. Also ich bin wirklich, ja gut, vielleicht hatte man mal was in der 5. Klasse oder so, aber das sehe ich dann nicht als Beziehung. Oder mal in der Kleinkindheit oder so. Aber das würde ich dann nicht als Beziehung werten. Weil das ist ja wirklich nur so, ja, so richtig oberflächlich eigentlich. Oder eigentlich auch nur Freundschaft. Keine Ahnung, da hat man dann nie so richtig die Trennlinie gehabt zwischen Freundschaft und Liebe. Keine Ahnung. Ist sowieso so ein Thema alles, ja, keine Ahnung. So, haben wir ja noch irgendwas hier, also jetzt so im Spiel. Wieder ein bisschen spielbezogen hier. Wollen ja noch ein paar Monstern sammeln und ein bisschen weiterkommen im Modpack wieder. Weil wir ja so dermaßen zurückgeschlagen wurden. In den letzten Folgen. Leider. So, dann kommt mal her, ihr. So, da bin ich natürlich jetzt fertig, wo wir die Monster jagen, was ja immer das langweiligste ist. Habe ich so das Gefühl. Und, ja. Das ist natürlich blöd, da habe ich nämlich immer gerne ein Thema, wenn ich hier so rum rumjage und so. Naja, auf jeden Fall, was ich nochmal sagen könnte, ich habe jetzt letztens auch wieder ein paar Abonnenten dazu bekommen, da habe ich mich sehr gefreut. Es sind wieder 2 oder 3 dazugekommen, also vorher hatte ich ja irgendwie 6 Abonnenten, dann hatte ich irgendwie nur noch 4 und jetzt habe ich 7 wieder innerhalb von einem Monat. Also irgendwie war da auch ein Bug von YouTube im Spiel. Eigentlich hatte ich 5 Abonnenten, aber es wurden nur 4 angezeigt. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also irgendwie jetzt auch noch. Jetzt habe ich 7 Abonnenten, aber werden nur 6 angezeigt irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das auf sich, was es damit auf sich hat. Es soll ja noch seit einiger Zeit so sein, dass alle Abonnenten angezeigt werden in dieser Abonnentenliste und nicht nur die, die ihre Abos auch öffentlich teilen. Aber irgendwie ist es dann doch so, keine Ahnung, ist alles immer ziemlich verbuggt bei YouTube. Das sollten sie auch langsam mal hinkriegen. Wer weiß, wie das bei YouTube, wie das bei euch so ist, wenn ihr das hier Video hier seht, wie YouTube dann aussieht, weil YouTube ändert halt auch immer sein Design und alles. Und ich bin auch mal gespannt, wie YouTube aussieht. Das hatte dieses Jahr Geburtstag. Da macht das bestimmt wieder so ein Special Layout. Vielleicht machen die mal als Special das Layout von damals. Das war mal witzig. Einfach so als Special das Layout von 2005 von YouTube. Das wäre wirklich mal nicht schlecht irgendwie. Weil ich habe das halt damals nicht live miterlebt. Und das wäre auch mal witzig zu sehen, wie das damals so aussah. Mal schauen. Vielleicht machen sie es ja. So als 10-Jähriges kann man ja mal drüber nachdenken. So, ich gehe jetzt auch mal nicht auf Enderman, oder? Ja, ich weiß nicht. Im PvP wird das mir was bringen. Ich habe jetzt in den Weihnachtsferien auch ein bisschen mit Kumpels ein bisschen Survival Games gezockt. Fand ich auch immer relativ cool. Ja, und deswegen habe ich mich auch ein bisschen im PvP verbessert. Und vielleicht kommt da ja demnächst auch mal wieder was. Wir hatten ja damals diese Heiden-Sieg-Serie. Aber Heiden-Sieg setze ich dann glaube ich nicht fort. Ich würde dann sagen, dass wir dann einfach Survival Games machen oder so. Weil das halt ein bisschen spannender ist, dass ich das auch mal auf meinem Kanal gemacht habe. Fände ich auf jeden Fall ganz cool. Aber ja, mal schauen. Halt, wenn ich Zeit habe, mal aufzunehmen, mache ich das auf jeden Fall mal gerne. Oder wenn ich vor allem auch Lust habe drauf. Ja, ist ja auch immer blöd, bei PvP muss ich immer darauf achten, dass ich im Hintergrund gerade nichts hochlade und ich habe ja viel hochzuladen, damit auch jeden Tag ein Video kommt und meine Internetleitung ist halt nicht die beste. Und da kann ich nicht nebenbei noch zocken. Da kann ich wirklich nur eine Sache machen. Und wenn ich auf dem Server zocke,
dann muss ich halt alle Upload-Prozesse und so beenden. Ja. So. Ach ja. Im späteren Verlauf der Aufnahme will ich auch nochmal so ein bisschen über Weihnachten und so reden, weil jetzt Weihnachten vorbei ist wieder für mich. So langsam. Reden wir dann aber später drüber. Nicht jetzt. Das möchte ich jetzt noch nicht ausbauen. Weil ich ja mal meinen Folgenplan habe und dann denke ich immer, ja, diese Folge spreche ich das an und nächste Folge das nächste und so. Ja. Oh, fuck. Oh, warte, ich muss mal ganz kurz flüchten. Und mir eine Workbench machen, oder? Warte, ich kann mich auch hochbauen hier. Der gute alte Kackstift funktioniert immer. Wir können ja dann MLG Water machen. Ah ne, hab ich gar nicht. Scheiße. Naja, dann halt nicht. So. Damit das nicht verloren geht, mache ich das mal so hoch. Ein Schwert wollte ich machen, genau. Mach ich mal Sticks, ein paar. Hier kann ich noch eine Workbench draus machen. Die oben drauf packen, keine Ahnung warum. So. Ja, zwei Schwerter sollten eigentlich reichen. Und ich, gehe dann gerade mal runter hier auf diese Weise, weil ich habe keinen Bock, das abzubauen wieder. Keine Ahnung warum, manchmal hat man auch einfach auf irgendwelche Sachen keinen Bock. Ja, ist halt so. So, warte. Zack und zack. Von hier können wir springen. Das geht noch. Huch. Ich dachte, die ist tot. Weil ich die so dermaßen gecrit-hittet habe. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt, wenn man aus über 20 Blöcken Höhe oder so springt, so dass man vielleicht gerade noch überlebt oder mit Feather Falling geht natürlich auch. Und die dann crit-hittet, ob die dann wirklich mit einem Schlag down gehen, mit einem Eisenschwert sogar oder... Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Könnt ihr mir mal reinschreiben. Wäre auf jeden Fall mal wissenswert. Oh, guck mal. Das hebe ich doch gerne auf. Was opfern wir mal? Ein paar Kohle opfern wir. Freude, das Fleisch kommt natürlich weg. So, hier die ganzen Creeper-Löcher müssten wir auch mal stopfen. Da ist mir auch noch so ein Dorn im Auge. So, und wir spielen ja auch immer noch mit Originaltexturen. Ich hätte auch gerne mal wieder ein Texture Pack drinne. Hatten wir ja lange nicht. Das letzte Mal, wo wir ein Texture Pack hatten, war ja tatsächlich zu Staffel 5 am Ende. Nämlich, wo wir in der Staffel 3 Welt gespielt haben. Da hatten wir mal ein Texture Pack kurzzeitig. Und vorher hatten wir halt dieses hässliche Mein-Lol. So. Ja, da haben wir noch ein Skelett. Das hole ich mir dann auch mal noch. Hier haben wir noch ein paar Rubber Trees.